Ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Das war eine sensationelle Leistung, die sie heute gezeigt hat. Wenn man bedenkt, was in den ganzen Wochen, sich in den letzten Wochen alles ereignet hat, wie sich das entwickelt hat. Eine ganz, ganz tolle Leistung. Und Bayern München, für mich persönlich immer wieder ein Genuss, sie spielen zu sehen. Wünsche ich alles Gute für den Rest der Saison und bin auch sehr sicher, dass sie ihre Ziele, was deutsche Meisterschaft anbetrifft, erreichen werden. Aber wir sind natürlich umso stolzer darauf, dass wir dem Gegner heute wirklich ein sehr gutes Spiel liefern konnten. Wir haben die beste erste Halbzeit haben wir gespielt für unsere Leistung, für die Qualität für unsere Gegner. Wir hätten 4-5 kleine Torchancen. Wir müssen in der Lage sein, uns in dieses Spiel zu lernen, so nie verlieren unsere Kontrolle, unsere Basis. Aber es ist Fußball und natürlich. Manchmal ist gut verlieren für alles. Verstande, wie schwer ist gewinnen in 3 Tagen, wie schwer ist alles und fokussieren auf natürlich in unserer Entwicklung. Fußball geht viel über den Kopf. Nach dem Tor gelingt uns dann natürlich auch sehr viel mehr, mit noch viel mehr Mut und Selbstvertrauen dann natürlich nach vorne gespielt und ja, dann auch das Spiel ein bisschen für uns entschieden. Dass Bayern München immer gefährlich ist bis zur allerletzten Sekunde, das war mir klar. Vor allem ist wichtig für Frank, weil 9 Monate verletzt ist Nick. Es ist eine lange Periode. Natürlich sind wir sehr zufrieden für ihn. Und er hat mit seiner Aggressivität gespielt. Natürlich ein Kompliment für ihn.